Wir haben zwei Mengen, eine Definitionsmenge und eine Wertemenge. Wir ordnen jedem Element der Definitionsmenge genau einem Element der Wertemenge zu. Das nennen wir Funktion. Wir haben quasi eine Maschine, die ein Element aus dem Definitionsbereich nimmt und sie in ein Element aus dem Wertebereich umwandelt. In unserem Beispiel sind die Elemente Zahlen. Unsere Maschine entnimmt eine Zahl aus dem Definitionsbereich, verdoppelt diese, addiert 3 hinzu und erhält eine Zahl des Wertebereiches. Aus 0,5 wird 4, aus 5 wird 13 und so weiter. Die Zahl aus dem Definitionsbereich heißt auch Argument x. Die Funktion verwandelt dieses Argument in einen Funktionswert. Den Funktionswert nennen wir y oder f von x. Die Mengen müssen nicht unbedingt aus Zahlen bestehen, wir können auch andere Objekte zuordnen. Wichtig ist, dass wir bei einer Funktion eindeutig zuordnen. Zu jedem Element der grünen Menge gehört genau ein Element der roten Menge. Das Umgekehrte braucht nicht zuzutreffen. Es kann durchaus sein, dass einem Element der roten Menge mehrere Elemente der grünen Menge entsprechen. Die Umkehrung der hier gezeigten Funktion ist also keine Funktion. Wenn wir Zahlen zuordnen, können wir die Funktion sehr schön grafisch auftragen. Wir zeichnen das Argument auf eine x-Achse und den Funktionswert auf eine y-Achse. In diesem Graphen wird dem Argument x der Funktionswert x² minus 3 zugeordnet. Zu x gleich 0 gehört y gleich minus 3, zu x gleich 2 gehört y gleich 1, zu x gleich 1 gehört y gleich minus 2. Jeder Zuordnung entspricht ein Punkt im Diagramm. Alle möglichen Zuordnungen ergeben eine Linie im Diagramm. Hier ein weiteres Beispiel eines Graphen. Der Definitionsbereich wird auf der x-Achse eingetragen. Der Wertebereich wird auf der y-Achse eingetragen. Jeder Punkt entspricht einer Zuordnung. Alle Zuordnungen liegen auf einer Linie. Wir können etwa die Anfangsgeschwindigkeit und den Bremsweg eines Fahrzeugs gegeneinander auftragen und erhalten folgende Darstellung. Offensichtlich folgt die Zuordnung einer Funktion, die wir mathematisch als quadratischen Zusammenhang formulieren können. Bremsweg gleich Geschwindigkeit zum Quadrat durch 2 mal Beschleunigung. Die Beschleunigung ist hier der Geschwindigkeit entgegengesetzt gerichtet. Es handelt sich also um eine Verzögerung. Die Verzögerung hängt von der Reibung zwischen Fahrzeug und Untergrund ab und kann zwischen 0,5 und 8 Quadratmeter pro Sekunde variieren. Wir wollen die Funktion y gleich Wurzel aus x grafisch darstellen. Unser Definitionsbereich entspricht den positiven Zahlen. Zu 1 ordnen wir Wurzel 1 zu, zu 4 ordnen wir Wurzel 4, also 2 zu, und zu 9 ordnen wir Wurzel 9, also 3 zu. Alle Funktionswerte liegen auf der rot gezeichneten Linie. Die Graphen der Funktion y gleich x hoch Alpha unterscheiden sich, je nachdem ob Alpha eine positive gerade Zahl ist, eine positive ungerade Zahl ist, eine negative gerade Zahl ist, oder eine negative ungerade Zahl ist. Entsprechend unterscheiden sich auch die Umkehrfunktionen der Potenzfunktion, die Wurzelfunktionen. Bei einer Funktion ordnen wir jedem Element aus der Definitionsmenge genau ein Element aus der Wertemenge zu. Bei der Definitionsmenge dieser Funktion gibt es eine Einschränkung. Da der Nenner nicht 0 werden darf, darf t weder plus noch minus 1 betragen. Man schreibt dies so, dass die Definitionsmenge die Menge der realen Zahlen enthält, mit Ausnahme der beiden Elemente minus 1 und plus 1.